guten Tag, Carolina. Freut mich, dass ich dich auch begrüßen darf zu einer Runde Riesenradfahren. Vielen Dank für die Einladung. Bitte. Bei mir hat sich in den 32 Jahren gar nichts geändert. Ich fahre nach wie vor jede Weihnachten nach Hause mit meiner Familie zu feiern. Es gibt von klein an denselben Tagesablauf, selbes Essen, selbe Bescherung. Das gehört für mich zu Weihnachten zu. Ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. In der Tschechei ist Schnitzel am 24. ganz normal mit Kartoffelsalat. Am 25. Meistens Würstchen auch mit Kartoffelsalat. Am 26. die Ente. Da ich aber am 26. wieder in Wiesbaden trainieren muss, mussten die Mama die Ente am 25. Wie jeder Hundebesitzer es bestimmt kennt, muss man bei uns die Leckerleien immer hoch auf den Baum aufstellen, sonst werden die sofort abgerissen. 2018 war ja sehr ereignisvoll, vor allem was den VC Wiesbaden angeht. Wir hatten super Spiele hinter uns. Ich hoffe, dass im 2019 genauso viele gute Spiele kommen. Für mich spielt 2019 eine sehr bedeutende Rolle. Mich erwarten persönlich viele Lebensveränderungen mit dem Ende meiner Karriere. Erstmal höre ich mit meiner Profikarriere auf und dann schauen wir mal weiter. Es gibt noch keine offiziellen Meldungen. Hier ist ständig was los vom Weihnachtsmarkt, Weinfest, Entschuldigung, alles Mögliche. Hier ist so viel los in der Stadt und das macht einfach Spaß. Christkind. Bescherung ist um? 18 Uhr. Für die Kinder, singen oder Gedicht aufsagen? Singen. Geschenke auspacken, vor oder nach dem Singen? Nach dem Singen. Früher haben wir als Kinder auch selbst Musik gemacht, jetzt werden CDs gehört. Oh, oh Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Nee, zwing mich nicht dazu. Danke, Carolina, dass du für den ASB Wünsche waren, jetzt das Spenden ist. Danke dir. Das ist doch selbstverständlich.